Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Murdered So Suspect. Beim letzten Mal haben wir Iris gefunden, die von ihrer Schwester Rose besessen war, die uns jetzt gehen lässt. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen, weil die Pfleger wollen uns jetzt also Zeitungsartikel Nummer 5, in einer gestrigen Pressekonferenz des Salem Police Department bestätigte Polizeisprecherin Ingrid Larsen, dass kein Verdächtiger verhaftet wurde und es keine neuen Hinweise in dem Fall gibt. Während wir die Bürger Salems anhalten, ruhig zu bleiben und ihr normales Leben fortzusetzen, sagt Direktor Larsen. Ermuntern wir gleichzeitig die Leute, mit jeglichen eventuell hilfreichen Hinweisen an uns heranzutreten. Es liegt jetzt bei uns allen zusammenzuarbeiten und unsere Gemeinde sicher zu machen. Okay. So, ich will mich jetzt hier noch. Nee, keiner weiß was. Wir unterhalten uns hier doch nur, oder? Es ist mehr als das. Du glaubst, wir sind unsichtbar, aber die Leute sehen sowas. Nur wenn sie durchs Fenster in deine Wohnung gucken, Die während wir Alte mit dem sind. Nicht so laut. Leute! Ach, es muss doch nicht sein! Warum denn? Uns fehlt noch ein Hinweis. Da ist er. Gut, Flashback aufrufen. Ich war lange Zeit Inspektor für die Abteilung psychiatrische Gesundheit im Ministerium. In dieser Zeit habe ich viele Einrichtungen und viele fürchterliche Dinge gesehen. Aber nichts kommt an die grausigen Ereignisse heran, deren Zeuge ich im Fairhaven-Sanatorium wurde. Ich reiste das erste Mal 1926 dorthin, um Behauptungen zu Überfüllung und Vernachlässigung zu untersuchen. Jedoch war Verhevens Ruf schon vorher angeschlagen. 1911 öffnete Verheven seine Tore zum ersten Mal. Ein berüchtigter, gewalttätiger Krimineller namens Jack Yates war der erste Patient. Er sollte das strahlende Beispiel der Kompetenz des Krankenhauses werden, die psychisch Gestörten zu heilen. Als jedoch die Familie des Leiters zu Besuch war, befreite Yates sich aus seiner Fixierung und tötete die Ehefrau des Mannes. Jahrelang wusste niemand, was mit dem Leiter oder Yates passiert war, bis zu meinem Besuch. Als ich in der Anstalt ankam, begrüßte mich Leiter Wallace Halstead an der Tür. Vielleicht lag es an dem Trauma von vor ein paar Jahren, aber er schien so leer und ungepflegt wie seine Patienten. Als ich meine Bewertung vornahm, konnte ich nicht umhin, als zu bemerken, wie nervös er wurde, als ich an einer kleinen Besenkammer vorbeikam. Natürlich hielt ich es für nötig, herauszufinden, warum. Entgegen Dr. Halsteads Protesten öffnete ich die Tür und wurde von dem Gestank menschlicher Exkremente überwältigt. Als das Licht über uns anging, war ich anhand dessen, was ich sah, entsetzt. Ein ausgedörrter Mann lag in Ketten und völlig verdreckt am Boden. Viele Jahre der Dunkelheit hatten seine Haut, Haare und Augen milchig weiß werden lassen, als wäre er ein Geist. Er war so lange angekettet gewesen, dass seine Haut über die Ketten wuchs. Es brauchte einen Moment, bis ich in dieser Hülle eines Mannes Jack Yates erkannte. Die Polizei kam an und Dr. Halstead wurde fortgeschafft. Die Ärzte bewegten Yates das erste Mal seit 15 Jahren. Der Boden unter ihm war für immer mit einem Fleck in Form seiner Silhouette gekennzeichnet. Sie versuchten, die Fesseln unter seiner Haut zu entfernen, aber der Schock war zu viel für ihn. Er starb am nächsten Tag. Ich sah zu, wie sie sein kleines Gefängnis zumauerten, versuchten, so zu tun, als sei es nie geschehen. Der geisterhafte Mann mag ein richtiger Geist geworden sein, denn die Angestellten der Anstalt behaupten immer noch, sein gequältes Jammern
durch die Wände zu hören. Mann. Ja, die ist auch gequält hier. So. Du auch, ne? So, gehen wir mal weiter. So, die beiden sind jetzt hier. Ihr muss sich wahrscheinlich hier mit ablenken. Schauer. Aber hier ist nichts mehr, ne? Die beiden kommen nicht, weil, weiß ich auch nicht. Ist hier noch eine Kamera? Nee, ne? Dann kommen die wahrscheinlich, wenn ich die Tür aufmache. Hier. Nee, die beiden haben keinen Bock. Ob ich mich je an die starrenden Augen gewöhnen kann? Jetzt laufen sie, weißt du? Jetzt, wo gleich die Tische wieder zugeht. Okay. Hier drüben. Schnell ins Dunkle, die Luft ist rein. Warum werden meine schlimmsten Albträume noch schlimmer? Okay, gehen wir die Sache an. Ich dachte, ich würde das nie wiedersehen. Also, was weißt du über diesen Vertrag? Nichts, ich... Ach, komm schon. Es ergibt keinen Sinn. Er hat euch also nur gefragt, ob ihr von einem Vertrag wüsstet? Er hat nicht gefragt. Er wollte, dass ich zugeben, einen Vertrag geschlossen zu haben mit... Dämonen. Dämonen? Wir haben ihm nichts getan. Er hatte keinen Grund, uns so zu jagen, wie er es getan hat. Wie er es getan hat? Er ertränkt ein Mädchen und verbrennt ein anderes? Und woher kenne ich diesen Scheiterhaufen? Okay, wo habe ich den Scheiterhaufen schon einmal gesehen? Hier vielleicht? Gala-Einladung. Ach, das war schon, okay. Das ist es. Okay, hör zu. Bring Iris zur Kirche. Sorg dafür, dass sie sicher ist. Ich komme später nach. Geh. Gut. Komm, Iris. Okay. Was zur Hölle hat die Gala im Museum mit dem Mord an Rose zu tun? Finde die mögliche Glockenmörder-Überlebende in der Anstalt. Abgeschlossen. Sehr gut. Untersuche die Gala auf... Okay, komm. Ich weiß, worum es geht. Okay, wir sind wieder raus. Aus der Anstalt. Und wir sind im Part 18. Und lange geht das Spiel nicht mehr. Das kann ich euch schon mal an dieser Stelle verraten. Ich weiß bloß nicht, wie lange jetzt genau. Also ich weiß, dass die Let's Playerin, wo ich das nachschaue, hat 27 Parts gebraucht. Wir haben jetzt 18. Ich weiß nicht, ob ich länger brauche oder kürzer. Also ich bin der Meinung, ich war noch gleich auf mit ihr beim letzten Mal. Ich vergleiche das ja immer so ganz gerne schon mal. Deswegen... So kann man auch so ein bisschen einschätzen, wie lange man im einen Let's Play dran sitzt eventuell. So weiß ich auch, das ist ein geplantes Projekt von mir, wo ich dachte, es geht nicht lange. Es geht nicht lange, weil eben 79 Parts betrifft wahrscheinlich. So, wir sind da. Das passt zur Aufklärung einer Mordserie. All diese Morde haben die Stadt in Panik versetzt. Nun führt alles hierher, zu einer Gala, die eine Zeit feiert, zu der Salem sich in einer anderen Art der Massenhysterie befand. Zieht erfüllt, begib dich. Sind da, okay, sehr schön.
Die Ermittlungen sind in 18 Meter. Hier gibt es natürlich auch wieder irgendwas zusammen. Ich glaube, Dämonen. Dämonen sind hier keine mehr. Die sind natürlich alle so ein bisschen im, wie im was auch immer für ein Jahrhundert aus. Hier sind noch ein paar Zeitzeugen. Ich konnte nicht hinaus. Das Feuer war gnadenlos. Versammelt euch und werdet Zeugen des gerechten Ablaufes eines Prozesses von höchst abscheulicher Natur. Nun zu euch, Goodwoman Putnam. Ihr seid des Mordes an 7 eurer eigenen Kinder angeklagt, von denen ihr behauptet, sie seien von den Mächten des Teufels geholt worden. Diese Freakshow liefert mir hoffentlich ein paar Antworten. Ich habe es nicht getan. Meine Teufelsbrut von Kind ist meine Anklägerin. Was steht da? Steht diese Gala irgendwie mit den Glockenmorden in Verbindung? Okay, das müssen wir jetzt erstmal hier in diesem großen Raum wahrscheinlich rausfinden. Da sind noch ein paar Dämonen, aber ich glaube, wir haben keine Dämonen, die uns schaden. Ich glaube, wir haben nur diese hier. Ich glaube, die uns so jagen, und so, ich glaube, die haben wir hier nicht. So, jetzt müssen wir erstmal was finden. War die Puppe oder war sie nicht? Würden Puritaner so etwas sagen? Lol. Sind wir da erstmal runtergefallen? So, der Scheiterhaufen. Der muss doch genau. Die Zeit ist gekommen, Abigail Williams. Nein. Du Geißel Salems. Es ist Zeit, für deine Sünden zu bezahlen. Das Geistermädchen aus der Gasse ist Abigail Williams und sie wurde vor Jahrhunderten mit diesem Galgen hingerichtet. Na gut, mit diesem Galgen würde ich jetzt nicht genauso, also mit dem Galgen schon, nicht mit dem Seil wahrscheinlich. Das wäre ja ein bisschen krass. Gutes Seil, was man eben ein paar hunderte von Jahren überlebt. So, hier ist aber jetzt so nichts. Gehen wir einfach mal hier durch. Hier ist noch so ein... Was? Schafottschande? Wie heißt? Nee, Schafott ist was anderes. Wie heißt das? Pranger, danke. Muss ein ziemlich effektiver Weg gewesen sein, Leute öffentlich bloßzustellen. So schlimm wie andere Dinge hier drin. Bild. Das Bild kann ich mir angucken. Ehemals Eigentum von Richter Hawthorne, einem der einflussreichsten Richter der Hexenprozesse, diente dieses historische Anwesen als Gerichtssaal für viele der Prozesse und Strafangehörigen während der Hysterie, die Salem 1692 heimsuchte. Merkt ihr was? Kaum ist die Schrift normal, kann ich es lesen. Eine historische Stätte Salems, das Anwesen eines Richters, in den angeklagte Hexen im Rahmen der Hexenprozesse Salems 1692 verurteilt wurden. Ne? Ist euch was aufgefallen? Mir auch. Was ist das denn? Also war es eigentlich keine richtige Hinrichtung. Da liegt Blut auf dem Stein. Gestehe, Hexe, gestehe deinen Bund mit den dämonischen Vertrag, dunklen Kräften. Zu Zeiten der Puritaner folterten die Leute, um Geständnisse zu einem dämonischen Vertrag zu erzwingen. Krass, wurden einfach Steine auf den Typen draufgelegt. Dass sie dabei ein bisschen zerquetscht wurden, war denen wohl scheißegal. So, hier ist nichts mehr. Hier sind noch Waffen drin, auch noch ein paar Sachen. Hier ist so jetzt nichts mehr. Hier ist auch noch so eine... Standst du nicht vorhin im Eingang? Na gut, okay. Hey, ein Kellner! Hey, oh. Gebracht. Sondern auch alle möglichen anderen Dinge. Wurde nicht so etwas in dem Glockenmord benutzt? Taubheit Rose. Verbrannt. Folter. Rose wurde genauso auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Ja, und das ist der Mord von Dings hier, von der Sophia. Wie lange sie Leute unter Wasser gelassen haben? Lang genug. Wurde nicht so etwas ein? Ja, hier. Sophia. Ertrunken.
Wasser. Ermittlungen abschließen. Also benutzt der Glockenmörder Folterinstrumente, um seine Opfer zu töten. Aber warum sie wie Hexen töten? Komisch, dass nichts von den Anklägern ausgestellt ist. Es ist so ein wichtiger Teil von Salems Geschichte. In der Tat sind einige Stücke noch nicht ausgestellt. Wir bereiten sie im Moment oben im Restaurationsraum vor. Mal sehen, was sich hier noch finden lässt. Auf geht's, wa? Oben im Restaurationsraum gibt es viele Artefakte, die vielleicht etwas mit dem Glockenmörderfall zu tun haben. Es ist so krass, dass wir... Ich meine, wir waren an einem... Also er, wo er noch lebte, Ronan war an einem Mord... An einer Mordserie, sagen wir mal, dran. Und wo er jetzt hingeführt wurde, das ist ziemlich heftig. So, hier kommt eigentlich... Hier nicht... Dann wo beim nächsten Mal. Jo. Da kommt ein Zug gefahren. So, und das sind unsere Gegenstände, die wir hier noch sammeln müssen. 14 Stück an der Zahl. Jetzt ganz, ganz schnell. Der Zug ist ein bisschen nervig. Vor allem kann ich hier nicht durch. Ups! Und ja, wir sterben, wenn wir den Zug berühren. Scheiße. Wollte ich mal testen. Ich dachte, man würde da nicht sterben. Gut, ich weiß aber jetzt allerdings nicht, hin kann. Ich guck mal eben was. Jetzt. Ah, Mist. Ich glaube, die Taktik ist ganz gut, allerdings war ich zu nah dran. Einmal probier es noch und dann beende ich die Aufnahme. So, jetzt kommt das nochmal. Das ist auch ein bisschen blöd, dass der Zug hier so übel schnell durch. Rast. Ich muss da hin. So. Bin ich? Wo ist meine Seele? Wow, 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 wow. Oh Mensch, Ronan, ey, du lebst hier echt am Limit, ey. Mein Gott. Okay. Ich glaube, ich bin hier durch. Da kann... Das ist aber jetzt echt aus Versehen gewesen. Das war nicht fair. Ich war schon auf der anderen Seite. Mann, oh. Ich war da schon drüben. Ich wollte dann nur gucken, ob ich da hinkomme und dann klatsch. Das war voll gemein. Aber man kann hier nicht. Man muss das echt.
gucken wollte, ist, ob ich darüber kann. Da kann ich wahrscheinlich auch, muss ich auch diese Hexenprozesse von Salem endeten. 1693 allerdings wurden in Europa bis 1750 beide Hexenprozesse mit rechtlichen Sanktionen geführt. Okay. Oh, das war, glaube ich, sehr knapp. Oh Gott. Ist aber auch echt blöd, dass dieser Scheißzug die ganze Zeit hier rumfährt. Erstens ist es total laut. Und zweitens nervig. So, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute!